220 geladene Gäste strömten in den Arlbergsaal, um an der Schlumberger Gala des Skiclub Arlberg teilzunehmen und die Partnerschaft zweier starker Partner zu feiern. Es ist immer so, man sollte versuchen, zwei große Marken immer die Vorteile zu bündeln. Und das ist auch hier bei dieser Kooperation gelungen. Wie schon gesagt, Schlumberger ist eine große Marke im Schaumwein machen und der Skiclub Arlberg ist der erfolgreichste Skiclub der Welt. Was ist da naheliegender, als diese beiden zusammenzubringen und etwas, das ist glaube ich das Allerwichtigste, etwas für unsere Zukunft zu tun. Und in unserer Zukunft vom Skiclub Arlberg ist natürlich das Hauptthema die Jugend. Und mit dieser Kooperation wird unsere Jugend vom Skiclub Arlberg gefördert. Und ich hoffe, dass wir neben diesen 65 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dann mit unserer Jugend, auch mit Hilfe von Schlumberger, die Trainings verbessern, andere Methoden einführen können und dass wir dann auch hier sportlich wieder erfolgreich sein werden. Schlumberger nimmt in Zukunft eine spezielle Skiclub Arlberg-Flasche ins Sortiment auf. Die sogenannte Schussfahrt ist mit einem Bild des weißen Rausch verziert und fördert die Jugend des Skiclub Arlberg mit 1,5 Euro pro Flasche. Am gesamten Arlberg sind es an die gut 150 Kinder und Jugendliche, vom Kinderbereich bis zu den Schülern, diesseits und jenseits vom Arlberg. Und um diese zu betreuen und ein ordentliches Training zu gewährleisten, kostet enorm viel Geld. In Summe kann man ohne weiteres sagen, so um die 56.000 bis 57.000 Euro im Jahr. Mit Fuhrpark, Autos, man muss auf die Gletscher fahren zum Trainieren, man muss zu den Rennen fahren. Da ist auch die New School, was seit einigen Jahren schon betrieben wird, wo wir Vorläufer sind von ganz Österreich und auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Das ist alles dabei inklusive. Und immer wieder zwei, drei gehen nach oben, steigen auf und werden gute Rennläufer. Wir haben wieder einen Nachwuchsfahrer im ÖSV-Kader, wir haben Nachwuchsfahrer im VSV, im DSV-Kader. Der Skiclub Arlberg ist eigentlich überall vertreten, sehr gut sogar. An diesem Abend wurden für den Skinachwuchs über 22.000 Euro lukriert. Zu den aktuellen Aushängeschildern des Skiclub Arlberg gehören nicht nur Mario Matt, sondern auch Sportler des Jahres Martin Falch. Also die Auszeichnung Sportler des Jahres ist was sehr Großes. Ich durfte das auch einmal in Empfang nehmen und die Trophäe hat einen sehr, sehr prominenten Platz in meinem Wohnzimmer, wenn ich ehrlich bin. Das ist die einzige Trophäe, die bei mir im Wohnzimmer steht. Die Olympiamedaille, die habe ich im Hotel hängen. Sozusagen kann man eigentlich sagen, was das wert ist. Zum Martin, ich war dabei, wo er diesen Titel verliehen bekommen hat und habe selten gesehen, dass sich jemand so ehrlich gefreut hat wie der Martin. Und was er alles gemacht hat, wie er gearbeitet hat, welche Tiefschläge er in seinem Leben hinnehmen hat müssen. Und jedes Mal, egal wo, Skiclub Arlberg, er hat sein Pickerl drauf gehabt, er hat sein Badge oben gehabt. Er ist einfach ganz ein stolzes Mitglied. Und ich glaube, wir als ganze Skiclub Arlberg-Familie können ganz, ganz stolz drauf sein, ihn als Mitglied bei uns haben. Und möchte ihm da auch noch ganz, ganz offiziell und herzlich gratulieren. Und ja, soll auch ein Vorbild für andere sein. Vielleicht haben wir bald wieder einmal einen Sportler des Jahres vom Skiclub. Was